ist für unsere Kinder. Sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Neuer deutscher Widerstand 2014. Wir gehen auf die Straße, um dieses System zu stürzen. Für unser deutsches Land ziehen wir heute in den Kampf. Ihr erwartet Danke ziehen, treue Deutsche, die Waffen, Wahrheit macht frei. Befreit euch von der Lüge schnell, Brüder dieser Welt. Vereinigt euch und Zion fällt. Ihm geht's nicht mehr um Religion oder Volk. Nein, er kommt über Nacht und er will nur euer Gold. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Ich weiß, dass unsere Kinder gern andere Eltern hätten, mit was in der Birne und gutem Aussehen. Klar, ihre Väter sind Deppen, da können sie nichts für. Weil wir Scheiße rappen, wird kein Mensch dieses Lied verstehen. Ja, genau, Bruder. Das hast du gut gesungen, ne? Ja, ja. Wir kämpfen für unsere Kinder. Jawohl. Also, das würden wir, wenn wir welche hätten, ne? Ja. Warum haben wir eigentlich keine? Hallo, wir willst denn Kinder machen ohne Frauen? Wenn wir kommen, rennen doch alle weg und machen rüber in den Westen oder nach Bitterfeld oder was. Das ist halt das Schicksal von so stolzen, ehrlichen Freiheitskämpfern, so wie uns beide, ne? Richtig. Die für das deutsche Vaterland noch kämpfen. Da haben die Weiber immer Angst um uns, dass wir sterben oder so. Nee, die haben Angst, dass wir am Leben bleiben, ne? Also das ist nun mal Schicksal von so dummen, ungebildeten Hartz-IV-Neonazis, die im Plattenbau pathetischen Hirnschiss krakeln. Pack keine vernünftige Frau mit der Kneifzange. Aber hier, ne, von die Ausländerwürstchen, da lassen die antanzen oder was? Ja, genau. Die Neger poppen unsere Frauen. Alle. Die Syrer kriegen unsere besten 1-Euro-Jobs. Und die Juden klauen nachts unser ganzes Gold. Alles so weg. Sieht das nämlich aus. Ja, ne? Ja, arme Deutschland. Arme Deutschland. Jetzt hast du es verstanden. Ne? Und genau deshalb müssen wir besorgten Bumsbirnen jetzt kämpfen. Ne? Denn erst wenn die Welt frei ist von den ganzen Ausländern, also Landen, Juden, Andersdenkenden, Stärkeren, Fleißigeren und Klügeren als wir uns, dann erst haben wir eine Chance, auch mal eine Alte abzubekommen und nicht immer nur ausgelacht zu werden in sozialer... Ah, so sieht das aus, ne? Neue deutsche Dämlichkeit. 2016 können gerade ohne umzufallen beim Pinkeln stillstehen für unser deutsches Land. Den Lümmel in der Hand. So ziehen wir aufrecht und stolz für euch in den Kampf. Aus unseren Köpfen kommt nur Furzgestank und Frauenadampf. Und seht ihr Leute, die so wie wir aussehen, dann rennt schnell weg, ohne stillzustehen. Denn mit Idioten wie uns wird Deutschland untergehen. Jo.